Diese Bilder sind nicht gefälscht. Sie sind seit Jahren in Familienbesitz. Und die Echtheit wurde ja gerade erst von Experten bestätigt. Also, das muss ein großes Missverständnis sein. Oh, das hört sich ja furchtbar an. Gut, dann lasse ich Sie jetzt mal allein. Danke, Maggie. Wie ist das alles nur möglich? Das weiß ich doch auch nicht, Monika. Gut, morgen rufe ich gleich Velasco an. Die Stiftung hat meiner Meinung nach ohne Zweifel irgendwelche anderen Gemälde erhalten, nicht die unseren. Ja, das ist sicher eine Verwechslung. Das wird sich morgen aufklären. Das wird es. Für dich ist es aber langsam Zeit fürs Bett. Aber sollte ich euch jetzt nicht beistehen? Nein, nein, mein Schatz, du solltest schlafen. Gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Habe ich Sie allzu sehr erschreckt? Das kommt für uns alle wirklich sehr überraschend. Ich muss das dringend mit Velasco klären. Am besten wenden wir uns an Anna, Ninas Mutter. Sie ist Anwältin und kennt sich da aus. Das Ganze ist wirklich schrecklich heikel. Deine Rettung? Wieso das? Sie hat dieses Video auf ihrem Handy. Wenn Luna das sehen würde, wäre die Sache gegessen. Echt krass. Ich kann es nicht fassen, dass Emilia sowas tut. Was geht dir dein Privatleben an? Das ist unprofessionell. So ist es aber, okay? Und ich muss die Sache aus der Welt schaffen. Ja, was machst du da? Ist das wahr? Du kennst ihr Passwort? Psst, du weißt von nichts, okay? Wahnsinn, du hast es mir geschickt. Danke, hey, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Red Sharks, hin oder her. Täusch dich nicht, wir sind Rivalen. Wir Red Sharks sind eure Konkurrenten. Ich werde also keine Gnade walten lassen, wenn wir uns auf der Skatebahn gegenüberstehen. Jetzt geh schon, bevor man dich entdeckt. Ja, danke, das war nett. Und? Was jetzt? Sieh mal, es gibt für alles eine Erklärung. Hm. Und die wäre? Das ist unsere Privatangelegenheit. Okay, sag ihr einfach die Wahrheit und Schluss. Ja, es ist nur manchmal besser, die Dinge nicht zu überstürzen. Das ist jetzt ein Scherz. Nein, ich stecke in einem Riesendilemma. Sieh mal, ich hätte es ihr doch längst gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie. Mag sein. Das ist aber egal. Eins muss hier nur völlig klar sein. Wenn du es nicht sagst, sag ich es. Punkt. Schon gut. Ich weiß, was ich gehört. Ich sag's ihr ja. Aber nach der Veranstaltung, dann hab ich den Kopf wieder frei. Mir liegt echt sehr viel an Anna und wer weiß, wie sie reagiert. Wie sie reagiert? Du hast sie hintergangen, Gary. Was erwartest du bitte? Bitte, Juliana. Erst nach dem Event der Red Sharks. Okay. Nach dem Event. Und wenn nicht, dann tue ich es. Devi soñar, vi volar, y tocar tu forma de ser. En una canción te conocí sin esperar que fueras a entenderme también. Con una canción la verdad, no queda más que tu mirar, en tus ojos voy. ¿Cómo decirte lo que siento? Eres alguien especial. Tus palabras van con el viento, dibujar. Ich hab's. Eine Idee für einen Song. Nein, Emilias Video. Na perfekt, wie das? Tja, wer hätte das gedacht? Durch einen Red Shark. Was? Von Ramiro. Nein, echt jetzt? Ramiro hat's mir gerade geschickt. Voll cool, nicht schlecht. Ja? Hast du sofort an Luna weitergeschickt? Ist alles okay? Nein, ich zeig's ihr, wenn ich sie sehe. Nein, Matteo. Nein, nein, mach das besser gleich. Je früher, desto besser. Schick es ihr, dann hast du den Kopf wieder für die Musik frei. Sicher? Ja. Na los, Matteo, jetzt schick's ihr. Keine Angst, das wird schon.